Hallo vom Fensterbrett des Küchengartens. Nach meinem letzten Orchideenvideo haben mich einige von euch gefragt, was für ein Substrat ich für meine Orchideen verwende und welches ich mit gutem Gewissen empfehlen kann. Das fällt mir wirklich schwer, denn ich habe schon einige ausprobiert und mit keinem war ich so richtig zufrieden. Vor 2 Jahren habe ich dann bei einer kleinen No-Name-Firma eines gefunden, mit toller Zusammensetzung, welches meinen Orchideen absolut gut getan hat. Jetzt nach der Corona-Krise oder während der Corona-Krise ist dieses Substrat auf einmal nicht mehr erhältlich und jetzt stehe ich da und habe nichts, womit ich meine Orchideen umtopfen kann. Ich habe mir die Bestandteile dieses Substrates, das mir so gut gefallen hat, genau angeschaut und bin jetzt zu dem Schluss gekommen, ich mische es mir einfach selbst. Und das möchte ich euch gerne zeigen, damit ihr es für euch auch machen könnt. Das Tolle daran ist, dass man mit dieser Methode wirklich auf das Bedürfnis jeder Orchidee separat eingehen kann. Genau, und das wollen wir heute machen. Zuerst aber, bevor wir das Substrat selbst mischen, möchte ich euch noch die Orchidee aus dem letzten Video zeigen, die ich versucht habe zu retten. Oder genauer gesagt, die ich immer noch versuche zu retten. Bei einer Orchidee ist es so, sie verzeiht einem sehr lange die Pflegefehler, weil sie sehr viel Wasser und Nährstoffe in den Blättern speichern kann. Allerdings braucht es nachher auch eine lange Zeit, bis sie sich von solchen Pflegefehlern wieder erholt hat. Hier sieht man jetzt bei dieser Orchidee, dass die Blätter nicht mehr ganz so schrumpelig sind wie im letzten Video. Ich blende euch kurz einen Vergleich ein. Sie sind zwar immer noch lapprig, aber bei weitem nicht mehr so stark wie das letzte Mal. Also das Biegen fällt mir schon schwerer und auch die Falten in den Blättern sind zurückgegangen. Das Tolle ist, dass sich mittlerweile hier in der Blattachsel auch schon ein neues Blatt bildet. Viele haben gefragt, ob sich schon neue Wurzeln bei der Orchidee bilden. Nein. Es bilden sich noch keine neuen, aber das dauert auch immer sehr lange. Allerdings haben die Luftwurzeln, hier sieht man es, dort wo sie im Wasser hängen, sind sie schön grün. Die haben den Transport des Wassers und der Nährstoffe schon schön übernommen. Es kam auch oft die Frage auf, wann ich denn diese Orchidee wieder in Substrat setze. Also damit warte ich sicher noch, bis sie sich vollständig erholt hat. Denn mit dieser Glasmethode kann ich viel besser kontrollieren, wie es ihr geht und wie der Zustand, also die Hydration der Wurzeln ist. Ja, also dazu kann ich euch nur sagen, bei Orchideen muss man geduldig sein. Sie verzeihen viel und sehr lange, aber sie brauchen nachher auch eine gewisse Zeit, bis sie sich wieder erholen. Also gebt nicht auf, haltet durch. Die Orchidee wird es euch später mit Langlebigkeit und Blütenreichtum danken. Und das Tolle an so einer Orchidee ist auch, dass man sie nachher viel besser versteht und dass man sich wirklich extrem lange an ihr erfreuen kann. So, dann stellen wir diese Orchidee mal wieder beiseite. Heute soll es um dieses Stück gehen. Das habe ich mir vor kurzem, ich kann ja nicht vorbeilaufen an so etwas, in einem Discounter gekauft. Dort schleudern sie die Orchideen ja teilweise für überhaupt kein Geld mehr hinaus. Oft kommen sie auch in einem wirklich katastrophalen Zustand. Bei dieser hatte ich jetzt Glück. Zuerst kam die Orchidee natürlich in Quarantäne. Das kann ich nicht genug betonen. Wahnsinnig wichtig, neu gekaufte Orchideen unbedingt zuerst von all euren anderen Orchideen separat aufstellen für ein paar Wochen, bis ihr sicher seid, dass keine Schädlinge darauf sind oder sie mit keinen Schädlingen befallen ist, weil sonst schleppt ihr euch die in eure ganze Kultur ein. Das habe ich gemacht. Die Orchidee ist frei von Schädlingen. Was ich jetzt mache, was ich mit all meinen neu gekauften Orchideen mache, ich setze sie in neues Substrat. Und anhand dieser Orchidee möchte ich euch jetzt zeigen, wie ich mein Substrat für all meine Orchideen selber mische.
ein kleiner spannender Tipp von mir, wo ihr all die Bestandteile zum Selbermischen eures Orchideensubstrates bekommen könnt, ist im Zoofachbedarf. Und zwar in der Abteilung für Echsen, Reptilien, denn dort werden, also diese Tiere kommen ja aus demselben Raum wie die Orchideen. Sie sind dort beheimatet, im asiatischen Raum, in tropischem Klima. Und für die Einrichtung dieser Terrarien, für den Bodengrund und auch zum Nisten, werden dieselben Materialien verwendet, die auch eine Orchidee bevorzugt, um zu leben und zu gedeihen. Hier habe ich nun also die verschiedenen Bestandteile meines selbstgemischten Substrates. Zuerst einmal Pinienrinde. Das ist hier eine feine Körnung, die gibt es auch noch in mittel und grob. Sphagnummoos. Das habe ich hier in einem gepressten Block, den man mit Wasser zum Aufquellen bringt. Dann habe ich hier Kokosnuss. Einstreu, also Kokosnusschips. Für die Anzucht von Pflanzen verwendet man ja auch sehr gern Kokossubstrat. Es ist absolut nährstofffrei, sehr saugfähig und absolut pilz- und keimfrei. Und es zieht auch keine Insekten, also wie Trauermücken oder andere kleine Fliegerln an. Hier müsst ihr nur unbedingt darauf achten, dass es nicht das ganz feine Substrat ist, sondern wirklich die groben Stückchen. Somit ist es nämlich besser wasserdurchlässig und gibt eine bessere Belüftung für die Orchideen. Und zu guter Letzt Bleton. Den habe ich ausnahmsweise nicht in der Terraristikabteilung einer Tierhandlung gekauft, sondern in einer Gärtnerei. Wie ich die Orchidee für das Umtopfen vorbereite, zeige ich euch hier im Schnelldurchlauf. Zuerst entferne ich sie vorsichtig aus dem Topf und da kam schon die erste Überraschung zum Vorschein. Das Substrat hat angefangen zu schimmeln. Wie man hier sieht, ist das Substrat sehr feinkörnig mit wenig Platz für den Luftfluss, für die Luftzirkulation und deswegen wird es zum Schimmeln angefangen haben. Aber es hat der Orchidee noch nicht viel geschadet, Gott sei Dank. Der Wurzelballen sieht noch prächtig aus. Hier hat die Orchidee einen verblühten Blütenstängel. Den schneide ich nun oberhalb des dritten Auges ab, in der Hoffnung, dass er aus einem der unteren Augen wieder austreibt. Wenn er komplett vertrocknet gewesen wäre, hätte ich ihn direkt am Stamm entfernt. Jetzt entferne ich alle vertrockneten oder fauligen Wurzelstücke von den Wurzelballen, aber diese Orchidee hat Gott sei Dank eh nicht viele. Und danach gebe ich hier eine schöne Waschkur und entferne Staub und Schmutz von der Blattoberfläche und weiche sie dann für ca. 15 bis 20 Minuten in lauwarmem Wasser ein. So kann ich besser die Reste des alten Substrates entfernen und zusätzlich werden die Wurzeln geschmeidig, sodass ich sie einfacher in den neuen Topf hineinstecken kann. Während meine Orchidee nun im Wasserbad liegt und die Wurzeln sich schön mit Wasser aufsaugen können, machen wir uns ans Mischen unseres Substrates. Und zwar habe ich hier eben meine Pinienrindenstückchen, mein Sphagnummoos, meinen Bleton und mein Kokossubstrat. Unbedingt grob, nicht dieses ganz feine. Das habt ihr ja vorher bei der Orchidee gesehen. Die haben ganz Feines verwendet, so wie man es für die Anzucht verwendet. Und das hat dann eben schon angefangen zu schimmeln. Dann einen neuen Topf brauchen wir. Ich verwende hier diese, wie heißen die schnell, Lechusa, die eben innen drinnen so ein hydroponisches System haben. Für mich funktioniert das gut. Und zwar deswegen, weil ich eben ein sehr grobes Substrat bevorzuge, das heißt hier drinnen entsteht nicht so leicht Staunässe.
Ihr könnt natürlich auch gerne wieder so einen durchsichtigen Plastikbecher verwenden. In diesem war eben die Orchidee vorher drinnen. Was ich euch hier aber unbedingt empfehlen würde, wenn ihr herkömmliche Erde verwendet, die doch oft sehr feine Bestandteile hat, auch noch in den Seitenwänden Löcher hineinzumachen. Das geht ganz leicht einfach mit einem heißen Messer oder mit einer heißen Schere. Einfach damit das Substrat besser belüftet wird und die Wurzeln so leichter wieder abtrocknen können. Also es macht nichts, wenn diese groben Bestandteile schön feucht sind und vollgesogen sind, aber wenn sich da drinnen durch sehr, sehr dichtes Substrat die Feuchtigkeit staut, dann bekommt ihr eben eine Wurzelfäulnis. Und ganz schlimm ist es natürlich, wenn diese Wurzelfäulnis, weil die Wurzeln kann man immer noch abschneiden und dann erholt sich die Orchidee wieder, aber wenn sich das auf den Wurzelhals fortsetzt, dann ist es eigentlich so gut wie um die Orchidee geschehen. Okay, also wie geht es weiter? Ich nehme hier meine groben Bestandteile und mische die eigentlich im Verhältnis 1:1. Was hier wichtig ist, dass es nicht zu voll gesogen ist. Also das Kokossubstrat presse ich immer noch schön aus. Dann mische ich das Ganze mal durch und schaue mir an, wie das aussieht. So, die Orchidee ist mittlerweile auch zurück von ihrem Wellness-Aufenthalt in meinem Waschbecken. Jetzt fragt ihr euch sicher, ja gut, drei Bestandteile haben wir drinnen, aber was ist denn hier mit diesem hochgelobten Sphagnummoos? Ja, mit dem ist es so. Sphagnummoos ist eine geniale Sache für Orchideen. Das ist antibakteriell, es speichert wahnsinnig gut das Wasser und es regt die Wurzelbildung der Orchideen sehr gut an. Wo man ein bisschen aufpassen muss, ist natürlich, wie ich gesagt habe, es speichert sehr gut das Wasser, dass man die richtige Balance dieses Sphagnummooses in dem Substrat bekommt. Denn wenn ich jetzt hier so eine Orchidee habe, ihr seht, dass die hat wirklich tolle Wurzeln. Ein unglaublich intensiver Wurzelballen. In dem Topf werden sich die Wurzeln komprimieren. Sie sind eng zusammen und dadurch wird die Feuchtigkeit in dem Substrat sowieso besser gehalten, leichter aufgenommen und es könnte leichter Staunässe entstehen. Das heißt, ich muss diese Orchidee auch nicht so oft tauchen wie eine Orchidee, die nicht viele Wurzeln hat. Und ich brauche für sie auch nur wenig Sphagnummoos, weil ich natürlich nicht möchte, dass mir diese Wurzeln in meinem Topf faulen. Also, das heißt, ich werde das Sphagnummoos nur händisch und sehr minim hinzufügen. Das Eintopfen ist jetzt eigentlich das Leichteste an der ganzen Sache. Das Substrat ist schön durchmischt und was ich jetzt mache, ist einfach mal den Boden mit einer Handvoll Substrat befüllen. Dann kommt hier mein Sphagnummoos, reiße ich mir ein bisschen etwas ab, da ist auch ganz wichtig, schön ausdrücken, kommt auch noch viel Wasser raus, weil das eben viel Wasser speichert. Da lege ich jetzt hier eine kleine Schicht Sphagnummoos drüber und jetzt kommt meine herrliche Orchidee, die ich vorsichtig, die Wurzeln vorsichtig hier in den Topf hineinpasse und jetzt stabilisiere ich hier diese Pflanze, das hier ist ein Platz, und fange an das Substrat nach und nach, das gibt jetzt ein bisschen Sauerei, zwischen die Wurzeln zu schubsen, damit die Wurzeln quasi von allen Seiten vom Substrat umgeben sind. Da hätte ich mir auch eine Schüssel drunter geben können, wäre gescheiter gewesen. Hä? Hoppala, ich glaube, ich stelle es hier rein. Dazwischen gehe ich immer her und
Damit sich das Substrat etwas verdichtet, klopfe ich den Topf immer auf den Boden. Jetzt kommt hier noch ein bisschen Sphagnummoos. Also wie gesagt, immer schön ausdrücken, wichtig. Und wie gesagt, bei dieser Orchidee wirklich nicht viel Sphagnummoos, da sie eben einen sehr großen Wurzelballen hat. So, das war schon die ganze Geschichte. Das ging doch wirklich flott und einfach. Ihr solltet es unbedingt selbst ausprobieren, weil ihr so einen viel besseren Zugriff habt, eine viel bessere Möglichkeit für eure Orchideen das Beste zu machen. Wenn ich etwas von diesem Substrat übrig habe, also nicht alles für das Umtopfen gebraucht habe, dann bewahre ich es gerne in solchen Stofftaschen auf. Unbedingt in Stoff, nicht in Plastik, weil da drinnen das Wasser dann kondensiert und es viel leichter zu Schimmelbildung kommt. Ich danke euch wie immer sehr fürs Zusehen. Ich freue mich über eure Kommentare, Anregungen, Tipps und Wünsche. Vielleicht lasst ihr mir einen Daumen rauf da oder ein Abo für meinen Kanal. Gerne könnt ihr dieses Video auch weiterempfehlen an andere Orchideenverliebte, so wie uns. Und dann wünsche ich euch einfach einen schönen Tag, viel Erfolg mit euren Orchideen und hoffe, dass wir uns nächste Woche auch wiedersehen im Küchengarten. Bis dann!